Ein Sonntag im November. Auf der Tauber in Wertheim schwimmen Enten. Die Stadt Wertheim am Main liegt im dichten Herbstnebel. Doch Wertheim ist auch bei solchem Wetter eine schöne Stadt. Die Burg wirkt im Nebel etwas unheimlich. Die fröhlichen Enten lassen sich vom grauen Wetter nicht beeindrucken. Die alten Häuser am Fluss setzt der Nebel geradezu so richtig in Szene. Hier beginnt die Fußgängerzone Wertheims. Honig aus eigener Produktion. Kurz vor Mittag ist der Bauernmarkt gut besucht. Der Turm der evangelischen Stiftskirche dominiert den Marktplatz. Auch in den Seitengassen reihen sich Fachwerkfassaden aneinander. Die Bratwurst vom Rost duftet verführerisch. Ein Falkner. Würste mit Fleisch vom Wild sind der Renner. Hier freuen sich Gartenbesitzer. Um den Marktbrunnen scharen sich etliche Stände. Der Nebel hat sich ein wenig aufgelöst. Die Burg Wertheim wurde im Dreißigjährigen Krieg zum Teil zerstört und später nicht mehr aufgebaut. Das Grafschaftsmuseum liegt im alten Rathaus der Stadt. Es wurde in seiner heutigen Form 1989 von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Lothar Späth eröffnet. Hier mündet die Tauber in den Main. Wertheim verabschiedet sich mit seinen Enten.